Hallo Patrick, nochmal vielen Dank für das Training heute. Du kommst immer manchmal Hanau vorbei, trainierst mit mir. Bin ich dir sehr dankbar. Und wie war das Training heute mit Kaini? Sonntagmorgen. Kaini, macht immer Spaß mit dir zu trainieren. Und Sonntagmorgen, draußen sind es 30 Grad. Ich denke, da kann man sich schönere Sachen vorstellen. Aber ja, wie immer, das Training war locker, es war schön. Wir haben Spaß gehabt und ich denke, das ist wichtig. Ich möchte dir nochmal gratulieren für den Vize-Weltmeistertitel. Bist du zufrieden, wie du gespielt hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Vize-Weltmeister war ein gutes Ding für uns gewesen. China war leider ein bisschen zu stark im Finale, aber wir geben weiter Gas, dass wir sie irgendwann besiegen können. Gestern warst du in Frankfurt, hast gegen Ivan Lendl Tennis gespielt. Wie war das Gefühl, mit so einem großen Tennisstar Tennis zu spielen? Ja, war ein unglaublich schönes Gefühl, auf dem Center Court in Frankfurt mit Ivan Lendl zu spielen. Und ich denke, das vergisst man so schnell nicht. Ja. So, jetzt geht's gegen Düsseldorf. Die wollt ihr nochmal unbedingt ärgern im letzten Spiel. Wie sind die Chancen? Ja, ich denke, wir haben eine gute Mannschaft. Wir haben einen guten Team-Spirit dieses Jahr. Düsseldorf ist, denke ich, der Favorit mit Timo Boll, der an einem super Tag einfach schwer zu schlagen ist. Aber wir wissen auch, dass wir gut sind. Und wir hoffen, ja, in Hessen den Titel auch nach Hessen zu holen. Also letzte Frage, du spielst jetzt noch Korea und Japan oben und danach geht's in den Urlaub? Da geht's in den Urlaub nach Zypern, ein bisschen entspannen. Ja, nach der ganzen harten Saison. Genau. Okay, danke Patrick. Danke. Danke fürs Training.